genommen werden. Dass wir belogen und betrogen worden. Er ist kurzsichtig, naiv und sieht die Realität nicht. Wir haben die Realität erkannt und deswegen stehen wir heute hier. Nicht nur hier in Gera, montags, auch in fast jeder größeren Stadt in Deutschland. Das sind die Probleme unserer Tage und nicht gendern oder sonstiger Müll, den wir uns aufwischen wollen. Wir sind mündig und wir bleiben mündig. Jawohl! Offenbart. Der erste, die Rettung der Banken und die Eurokrise und der Verlust von Milliarden von Steuergeld, was unsere Politiker nie selbst erwirtschaftet haben. Der zweite Rechtsbruch, 2015, die Öffnung der Grenzen. Gestern wurde ein Syrer verurteilt. Und das werden wir immer weiter erleben. Der dritte Rechtsbruch. Die Lockdown-Maßnahmen im letzten Jahr. Unverhältnismäßig. Und jetzt laufen wir weiter. Yeah.